Heilige Scheiße. Ach, das sind Marines. Hoch, 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 schneller, lauf! Puh. Oh ja, das sieht nach schwerer Waffe aus. Ich warte kurz, bis ich wieder einigermaßen regeneriert bin. Boah! Heiligsblechle! Aber die hat eine ganz schöne Durchschlagskraft, so wie es hier aussieht. Und wieder runter. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Boah, wo ist... Ich glaube, ich schieße mir meine Deckung gerade selber weg. Einfach in Bewegung bleiben. Einfach in Bewegung bleiben. Jetzt kommen wir noch ein Fahrzeug. Oh Gott! Ja, genau! Mhm. Ich glaube auch. So, in jedem guten Spiel kann man dieses Fahrzeug in die Luft jagen. So, weg ist es. Boah. Boah. Ach, wir ziehen uns zurück. Ich dachte, die anderen ziehen sich zurück. Okay. Ja, 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 ich bin ja schon unterwegs. Direkt voraus, platz sie ab! Was, direkt voraus? Okay. Ich schieß einfach mal drauf los. Heiligsblechle, da hat man ja richtig schön die Verwerfung gesehen. Oh oh. Oh oh. Puh, also das Spiel ist richtig actiongeladen. Ach, wir haben es überlebt. Oh, dann geht's ja weiter. Ach, natürlich haben wir es überlebt. Puh. Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos. Ja, Sir. Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden. So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz klar. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als Sie zu mir kamen. Da war ein Funkspruch. Wie lange genau? 6 Stunden? 8. Das ist richtig. War das ein Flug? Was haben wir gemacht? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich benommen, als über mich. Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen. Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen. Und nach dem Beben sahen Sie etwas. Was war das? Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was das war. Und die scheinen nicht gerade gut auf uns zu sprechen zu sein. Andererseits... Habe ich eine bessere Idee. Ich lasse Sie wählen. Wählen? Was denn wählen? Oh, kommen Sie. Was ist? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Oh, Imsi! Ich glaube, da hat jemand Schmerzen. So. Ja.
los. Schieb. Naja, sieht gut aus, uns ist nicht so viel passiert. Aber wir haben nur noch ein Messer. Ist das einer von uns? Bist du Marine? Ich glaube eher nicht. Ich bin hier lieber mal vorsichtig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Marines sind. Und es sieht so aus, als wären die Marines hier gerade ganz schön in Trouble sozusagen. Da ist der Kommandostand. Und wir müssen zum Kommandopunkt Lima. Verstecken wird als Angriffshandlung eingestuft. Achso, dann machen wir hier gerade Angriffshandlung. Boah! Und noch einer. Weg, weg, aua! Au, die beißt einen ja. Hey, jetzt, sag mal, jetzt reicht's aber mal, oder? Sag mal, du Scheißvieh. Dein Ernst? Die BLA bietet allen amerikanischen Soldaten Katastrophenhilfe an. Warum glaube ich das denen auch nicht so ganz mit der Katastrophenhilfe? Kommt raus! Sind die Kontrollanten da? Verstecken wir dann. Okay, jetzt haben wir wieder eine Waffe. Ich glaube, da rechts hat sich gerade was bewegt. Ja, da sind welche. Jetzt werfe ich erstmal eine Granate da rein. Ja, mit G werfe ich eine Granate. Wer hätte es gedacht? Jetzt nehmen wir erstmal eine schwerere Waffe auf. Ich meine, da ist noch einer. Oh ja. Das ist besser. Oder? Welche ist besser? Welche möchte ich lieber? Ja, ich nehme die hier. Oh je, Mine. Wo bin ich da nur reingeraten? Jetzt glaube ich, das Feuer nicht eröffnen sollten. Aber ich kann nicht widerstehen, wenn sich mir so eine Gelegenheit bietet. Okay, ich widerstehe nächstes Mal. Nicht schlau. Nicht schlau. Gar nicht schlau. Nein, nicht von hier. Oh Mann. Na, ich weiß jetzt, wie es geht. Und der neue Versuch, diesmal ein bisschen konzentrierter. Explodier doch! Ah, da sind noch welche. Na geil. So, das müssen alle gewesen sein. Heute sage ich was und zwei Sekunden später ist wieder das komplette Gegenteil.
Entschuldigt, wenn ich mich hier immer wieder ein bisschen räusper, ich bin ein bisschen erkältet. Es ist gerade wieder ein Kältebruch, Einbruch hier. Der Frühling, wenn ich so richtig komme. Die haben mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Okay, sie haben mich gesehen. Aussichten stehen, glaube ich, nicht so gut. Da steht immer noch einer, hey. Und ich komme nicht an den dran, weil er sich da in der Deckung so verschanzt. Jawohl, jetzt habe ich ihn. So, auf der rechten Seite müsste auch noch einer sein. Ich glaube, ich kann sogar. Dann auf geht's, runter. Oh. Das sieht hier ganz schön scheiße aus, ehrlich gesagt. Das war wohl ein heftigeres Erdbeben. Hier ist eine Munitionskiste. Dieses Teil in die Luft. Ah ja, genau. Alles, was rot ist, explodiert, wie in jedem Battlefield-Teil. Von wo schießt denn der? Von da oben? Was? Willst du mich verarschen? Da oben ist auch noch einer. Oh, eine Granate. Oh. Ach, da oben. Okay, der müsste weg sein. Oh, die Straßenlaterne ist weg. Die Munitionskiste hier, die ist taktisch ganz klug. Schade, es explodiert nicht. So, der Fahrzeug ist, glaube ich, auch weg. Aber Granaten werden, glaube ich, meine Freunde in dem Spiel. Ja, ich glaube.